kleinen Teilchen kann man naschen und zwar ohne schlechtes Gewissen. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kochkanal Kochen mit Melody. Wir machen heute diese leckeren kleinen Schokobrötchen und es gibt einige Gründe, warum ihr sie nachmachen solltet. Erstens, der Teig dauert nur 5 Minuten. Im Ofen waren sie 20 Minuten. Sie haben pro Brötchen nur 50 Kilokalorien. Und natürlich sind sie super lecker und fluffig. Ich kann euch das mal demonstrieren. Die sind wirklich fantastisch. Also wir essen die super gerne morgens, am Sonntag zum Beispiel. Aber wir snacken die auch gerne nachmittags, auch für die Kinder super. Also auf jeden Fall die perfekte, schnelle Alternative zu Schokobrioche. So, und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Für die schnellen und gesunden Schokobrötchen brauchen wir 200 Gramm Weizenmehl oder Vollkornmehl, 225 Gramm Quark, ein Eigelb, dann braucht ihr 70 Gramm Schokotropfen, das ist jetzt Zartbitterschokolade, 2 Esslöffel Rohrzucker und ein Päckchen Trockenhefe, das sind 7 Gramm. Als erstes gebt ihr das Mehl in eine große Schüssel, dann auch den Zucker, die Trockenhefe und den Quark. Und dann könnt ihr die ganzen Zutaten zu einem Teig zerkneten. Und zwar bis nichts mehr in der Schüssel kleben bleibt an Teig. Ihr könnt dann auch die Schokotropfen reingeben und dann mitkneten. Die gehen jetzt dadurch nicht kaputt oder so. Und schön weiterkneten, bis eben nichts mehr in der Schüssel kleben bleibt. Und dann sollte die Teigkugel so aussehen. Und jetzt könnt ihr euch auch schon den Teig nehmen und zu kleinen Kügelchen formen. Einfach etwas Teig in die Handflächen nehmen, zu einer Kugel formen und dann beiseite stellen. Bei mir reicht es immer für ungefähr 8 bis 10 Kugeln. Das kommt natürlich auch auf die Größe an. Aber ich denke mal, 9 sind gut und auch von der Größe passt das ganz gut. Deswegen schaut einfach mal, dass ihr 9 kleine Brötchen rausbekommt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen Schokolade in die Brötchen verstecken. Dann sind die Kalorien natürlich ein bisschen mehr, aber natürlich umso leckerer. Schokolade ist immer lecker. Ihr könnt zum Beispiel auch Nutella reingeben, das ist gar kein Problem. Einfach die Schokolade reingeben und dann das Brötchen wieder zukneten. Anschließend könnt ihr die geformten Teigbrötchen auf ein Blech mit Backpapier legen und dann nehmt ihr euch das Eigelb, verquirlt es kurz und dann nehmt ihr euch am besten einen Pinsel, wenn ihr einen habt und bestreicht eure Brötchen mit Eigelb. Das sieht natürlich später noch sehr viel besser aus, als wenn jetzt kein Ei drauf ist. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch Zewa benutzen, wenn ihr keinen Pinsel haben solltet. Das geht auch oder auch mit dem Finger. Und jetzt geht's aber in den heißen Ofen und zwar bei 180 Grad Umluft für circa 20 Minuten. Nach 20 Minuten sehen unsere Schokobrötchen jetzt so aus und sie sehen wirklich zum Anbeißen aus. Und ja, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, aber auch der Geschmack versprochen. Ja, das sind sie, wirklich zum Verwechseln ähnlich mit leckeren Butterbrioche, aber viel gesünder. Und so sehen sie innen aus. Richtig lecker, richtig fluffig. Am besten ihr lasst sie ein bisschen abkühlen. Das war's eigentlich auch schon. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Naschen. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal, hier gibt es jeden Montag ein neues Video für euch und aktiviert auch gerne die Glocke, die neben dem Abonnieren-Button ist, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video von mir online ist. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächsten Montag wiedersehen. Viel Spaß beim Nachmachen und tschüss!